So schnell kann es gehen. Jetzt sind wir 1000 Meter wieder runter vom Berg. Jetzt haben wir hier eine kleine Ortschaft, haben einen kleinen Laden gefunden. Jetzt haben wir uns ein paar Snacks geholt. Ein paar ist gut, ein bisschen mehr. Gesund ist es Schokolade. Nicht, aber wir hatten Lust auf Kekse so. Und Chips und Saft. Und Kaffeekekse und Chips. Ja. Ach, das können wir vertragen. Egal, was soll's. Die Hosen sind alle viel zu locker geworden. Ja, die Hosen rutschen alle, also von daher, da muss was drauf. Genau, so schnell waren 1000 Meter jetzt, sind wir wieder runter. Wir fahren aber auch dann wieder jetzt hoch. Also bis zu einer anderen Ortschaft, da wollen wir uns eine kleine Unterkunft nehmen. Und in der Ortschaft geht es dann wieder hoch auf 4600. Ja, ist die ganze Zeit hoch runter mit mehreren tausend Höhenmetern, aber die Landschaft ist schön. Die Leute sind hier so freundlich, hier oben in den Bergen. Die Frau hat uns so süßes Brot geschenkt. Oh, cool. Mit Streuseln. Richtig süß. Am Anfang von Peru in den Bergen haben uns ja nicht so wohl gefühlt, weil, wie gesagt, die Leute uns ja wie Aliens angeguckt haben, mit Finger auf uns gezeigt haben, gelacht haben, also dreckig gelacht haben. Und hier oben, haben wir eben schon drüber geredet, sind die Leute so freundlich. Ja, der Süden von Peru gefällt uns deutlich, ja, deutlich besser. Die sind richtig nett, die Leute, die lächeln viel, die winken, wenn man die grüßt, winken zurück und sind nett, haben auch mehr traditionelle Kleidung an. Und ja, das gefällt uns gut, sind wirklich freundlich. Wunderschönen guten Morgen. Ja, gestern sind wir noch in die Ortschaft rein, die sieht man da auch hinter mir. Und haben uns halt da ein Hotelzimmer genommen, das hat 90 Soles gekostet, sind ungefähr 20 Euro. War ganz nett, war auch sogar Frühstück mit drin, das war in Ordnung, gab Brötchen und Spiegelei und Marmelade und Joghurt und Früchtchen und Saft und Tee. Also war super. Einzige Problem war nur, in dem Hotel war es richtig kalt, das war so richtig... Ja, kalt war es halt, so kalter Beton, aber naja, gut, okay. Wir hatten viele dicke Decken, also war kein Problem. Genau, dann waren wir gestern Abend noch kurz bei einem Schiefer was essen. Da kriegt man mal gut und günstig was zu essen. Eine Riesenportion Reis, das ist unnormal. Das müssen wir eigentlich beim nächsten Mal filmen und mal zeigen. Ja, das schafft man nicht. Das sind Portionen, gefühlt ein Kilo Reis. Also echt noch unnormal. Und dann zahlst du für so eine große Portion, also ist da mit Gemüse. Und dann holen wir, ja, so eine Portion kostet 14 Soles. Ungefähr, ne? Was sind das? 3 Euro. 3 bis 4 Euro zahlt man immer für die Portion. Es kostet nichts, fast. Also es ist echt günstig. Ja, dann haben wir da in der Ortschaft auch noch ein bisschen eingekauft für unterwegs, weil wir jetzt wieder eine lange Etappe haben, wo erstmal nicht viel kommt. Ja, wir fahren jetzt hoch bis auf 4600. Sind jetzt hier, die Ortschaft lag auf 3200. Wir sind jetzt schon wieder auf 3400. Oder knapp 3500. Ja, geht jetzt kontinuierlich stetig bergauf, aber nicht steil, ganz so 3% mal 4 in den Kurven, dann manchmal ein bisschen steiler, aber ist alles easy. Und ja, es ist echt interessant, auch wie es hier aussieht, alles grün und ist ja ganz lustig da vorne auch, da mit den Kühen auf der Weide und die grünen Hügel. Man sieht, dass sie so ein bisschen rot rausschimmern. Wir sind da jetzt am Ende der Regenzeit, Anfang der Trockenzeit, deswegen sieht das noch hier so aus. Wenn man sich Bilder anguckt aus der Trockenzeit, aus der Ecke hier, ist halt alles braun und tot wie in der Wüste. Das ist total krass. So ist es auch schön. Das sieht aus mit den ganzen Blumen, die hier blühen. Sieht's aus. Hinter Jasmin blüht alles. Sieht's aus, als hätte man Frühling. Dabei haben wir gerade Herbst. Wirklich schön, ja. Und angenehm von den Temperaturen. Tagsüber hat man sowas um die 25 Grad. Je nachdem, auf welche Höhe man ist, 20 bis 30 Grad. Und nachts fällt's halt dann unter 0 Grad teilweise. Aber naja. Das geht alles. Gut, genug gequatscht. Weiter geht's. Weiter geht's. So, es fängt an zu nieseln. Jasmin zieht sich jetzt ihre Regenkleidung an. Ich warte noch ein kleines bisschen. Wir haben Trockenzeit. Aber irgendwie... Nee, wir haben keine Trockenzeit. Schön, dass Seite mal in den Bergen jetzt wieder Regen kriegen. Naja. Aber vielleicht haben wir ja bald Glück. Deswegen, wir haben die Hoffnung, weil es jetzt hier schon nass ist, alles, dass der Regen halt darüber zieht. Und der auch nicht hinter uns herkommt, sondern sich verzieht, könnten wir vielleicht Glück haben. Hoffen wir das Beste, weil sonst wird es kalt hier oben. So, wir haben uns jetzt entschieden, eine kleine Pause zu machen. Weil der Wind treibt das anscheinend, den sieht man ja, ist eine richtig fette Regenfront, so in diese Richtung, also da so lang, in die Richtung, wo wir auch fahren. Deswegen haben wir jetzt überlegt, warten wir kurz.
um zu gucken, wie das lang zieht. Wenn wir Glück haben, zieht das genau vor uns weg und wir können hinter dem Regen herfahren, was natürlich super wäre. Wir hoffen das Beste. Hallo. So, wir haben einen Schlafplatz gefunden für heute. Ist ganz schön eisig. Wir wurden aber zum Glück vom Regen verschont, Gott sei Dank. Und jetzt kochen wir schnell was und dann verpieseln wir uns da drinnen. Ich habe drinnen schon alles fertig gemacht. Ja, und heute gibt es Spaghetti mit so einer Käsesoße. Hä? Was sagst du? Scheiße gemacht, die Nudelpackung ist geplatzt. Oh, ja. So eine Käsesoße haben wir. Wir hoffen, dass die nicht scharf ist. Mal sehen. Wir können ja gleich mal berichten, wie es schmeckt, wenn wir fertig sind. Das Essen ist auf jeden Fall drin, weil hier draußen ist es einfach zu kalt. Ja, also bis gleich. Unser Essen ist fertig. Es sieht so aus und es schmeckt auch so, als wäre es einfach nur Sahne. Und auf dem Tütchen war das richtig eine richtig leckere gelbliche Soße, wo Käse drauf stand und Gewürze und sowas. Und die sah auch echt gut aus, aber man weiß ja, wie das ist auf den Tütchen, ne? Serviervorschlag. Gut, ich mache mir jetzt noch eine Avocado rein mit ein bisschen Salz und Kräuter, glaube ich, wird es gehen. Ja, aber es ist halt ein bisschen lasch. Also wir haben uns was Besseres vorgestellt. Aber beschweren wollen wir uns nicht, das ist mal was anderes. Dann, lass die scheint zu schmecken. Guten Appetit. Man merkt schon, dass es ein bisschen anstrengend ist. So ist es nicht. Ich glaube, es ist anstrengend, weil wir die ganze Zeit jeden Tag Berge fahren. So von der Luft her merke ich keinen Unterschied. Und es ist wunderschön hier. Ja. Seht ihr den dicken Berg da hinten? Und da unten die ganzen Vikunjas und Alpakas. Richtig toll. Wir wollen jetzt mal schauen, dass wir da hinten gleich irgendwo einen Schlafplatz sind. Weil Auswahl gibt es hier auf jeden Fall genug. Ja. Basti geht gerade da unten mal gucken, ob man da zelten kann. Weil es kann sein, nämlich, dass es dort matschig ist, weil da unten ist auch eine Pfütze. Mal gucken, was er sagt. Auf jeden Fall haben wir einen wunderschönen Blick da hinten auf die Berge. Ist unglaublich schön hier. Also ich würde auch fast sagen, dass es mit die schönste Strecke ist, die wir bis jetzt gefahren sind. Es ist hier unglaublich schön. Also das können wir auf jeden Fall empfehlen, hier hochzufahren. So, haben wir unseren Schlafplatz gefunden. Deswegen sind wir auch nochmal losgefitzt. Bei da, wo ich gucken war, war nicht so pralle. Jetzt haben wir hier. Ja, also ich war da vorne gucken, jetzt sind wir nur, weiß ich nicht, einen Kilometer weiter gefahren. Und haben jetzt hier, genau, jetzt haben wir schnell schon mal das Zelt aufgebaut, ein bisschen Wind geht. Aber wir tun jetzt gleich dann kochen und gucken, was wir dann gegessen haben und abgespült haben, bevor die Sonne weg ist, weil dann wird es wieder frostig. Also wir rechnen mit schönen, knackigen Minustemperaturen. Tagsüber hatten wir jetzt ganz halt so 12, 13. Wenn die Sonne da ist, ist das richtig angenehm. Nur der Wind ist halt das, was dann immer frisch macht. Aber ja, deswegen gucken wir es, bevor die Sonne weg ist, dass wir fertig sind und im Zelt liegen, weil es wird echt frostig nachts immer. Deswegen machen wir jetzt mal schnell fertig.
guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Na, wie war die Nacht? Angenehm. Also von der Temperatur ging's. Ich habe mich ganz dick angezogen. Nur mein Nacken, der macht immer Probleme beim Schlafen. Ja. Und dann wache ich mit Kopfschmerzen und Nackenschmerzen auf. Aber von der Kälte her ging's gut. Ich hatte zwei paar dicke Socken an, zwei Hosen, also so eine Thermohose und eine Schlafanzughose und ein Thermooberteil, eine Fleecejacke und eine Mütze. Und dann war es angenehm. Ja. Ja, Gott sei Dank ist die Sonne auch wieder da. Es war schon kalt, aber es ist trotzdem noch ganz schön frostig. Ja. Ich würde sagen, knapp über 0 Grad oder was? Ja. Aber unsere Schlafsäcke halten gut was aus, wenn man sich dann noch ein bisschen was anzieht. Dann geht's. Da ist noch Luft nach oben. Es kann noch kälter werden. Gut, dann packen wir mal zusammen und dann geht's gleich weiter. Guten Morgen. So, wir haben unseren Schlafplatz verlassen. Das Erste, was wir machen müssen, ist einen Reifen flicken. Weil da waren so kleine Stachelbüsche, also nicht groß und immer so vereinzelt. Wir haben so aufgepasst, dass wir nicht durchschieben. Aber ja, Basti hat jetzt einen Platten hinten. Mal gucken, wie viele Löcher wir jetzt da finden. Und dann fahren wir gleich auch weiter. So, wir machen eine kleine, hoffentlich eine kleine Snackpause. Wir sind jetzt gerade hier in so einem kleinen Dorf angekommen. Also es ist wirklich winzig, sieht man ja. Da vorne ist ein kleines Lädchen. Jasmin guckt jetzt mal gerade, ob die da Chips haben. Wir haben voll Bock auf Chips. Weil wir haben halt Süßkram wie Kekse und so kleine Waffeln und sowas. Aber wir haben halt voll Bock auf was Salziges. Deswegen guckt sie jetzt gerade mal, ob sie da was bekommt. Und dann geht's weiter. Sind jetzt noch 420 Kilometer bis Cusco. Fahren jetzt noch eine ganze Weile hier auf der Höhe. Den ganzen Tag heute schon zwischen 4530 und 4400 geht es ganze Zeit. Und wir sind heute schon 30 Kilometer gefahren. Das ist unglaublich. Man fährt die ganze Zeit auf diesem Plateau. Genau, das geht jetzt noch, nochmal so 20 Kilometer weiter. Und dann geht es ein Stück bergunter. Also ein gutes Stück bergunter. Da fahren wir wieder auf 2000 runter. Oder auf 1800, irgendwie sowas, um die 2000. Und dann geht es halt wieder hoch, wieder auf 4200. Also ist noch ein gutes Stück, also viel auf und ab. Und danach geht es halt nochmal runter und wieder hoch. Und dann sind wir in der Cusco-Ebene. Ja. Aber hoffen wir mal, dass sie hat irgendwas in der Hand. Sie hat Donuts. Okay, sie hat Donuts. Ah, sie geht da drüben, ist auch noch ein Laden. Gucken, ob die was haben, weil da steht drauf, die verkaufen, auf dem Schild steht halt, sie verkaufen Gas und Diesel und Gas. Gucken, ob sie da was finden, ansonsten haben wir Donuts. Richtig salzig. Wir haben Muffins und Donuts. Leider gab es für Basti keine Chips. Nein. Er wollte was Salziges, aber gibt's leider nicht. Gibt nur süße Sachen. Ja, und süßes Getränk. Und süßes Getränk. Wir brauchen Power für den Berg. Ja. Naja, dann lassen wir uns das mal schmecken. Oh, dein Reifen ist platt. Scheiße. Ciao. Hier ist platt. Ja. Am Loch. Scheiße. Heute kommen wir nicht mehr weit. Nee. Ich will mich gleich anziehen. Oder?
So, der Regen und der Hagel ist da. Wir schmeißen uns jetzt schnell in unsere Regensachen, beziehungsweise sind schon reingeschmissen, haben uns schon reingeschmissen. Und jetzt fahren wir mal fett in die Regenfront darunter. Klasse. Die Hagelkörner tun so weh auf den Fingern.